Nummer 4. Poco Allegretto. Untertitel: In sich versunken, später mit allmählich gesteigerter Energie. Hier haben wir einen Wechselspiel zwischen drei Motiven und einen großen symmetrischen Bogen in der Gesamtform. In all der rhythmischen Prägnanz, die die Komposition mitbringt, fällt jedoch auf, dass Suk einen großen Wert dem Fluss der Harmonie beimisst. Auch in staccatohaftem Satz etabliert er einen harmonischen Zielpunkt mit einer längeren Note, als es sonst im Satz üblich ist. Scheint also anzustreben, beide dem Rhythmus wie auch der Harmonie einen ähnlich wichtigen Stellenwert zu geben. Wie so oft bei dieser Suite wird es einem klar, dass es sich nicht um Programmmusik handelt. Dafür ist die Abhandlung viel zu abstrakt. Jedoch schildert die Musik spürbar einen Geist, einen Gedankensablauf oder einen Charakterwesen. Ebenso muss man merken, dass alle 10 Stücke in dieser Sammlung eine aktive Handlung in irgendeiner Ebene widerspiegeln. Es ist keine Stimmungs- oder Landschaftsmalerei vorhanden.